Ja, komm, die ist super. Die Banelings sind wirklich, wirklich praktisch. Die entsteht vor allem tierisch schnell hier. Ja, raus damit. Ich finde die Fähigkeit gut. Ja, komm, hier ist alles super. Die Overlords hier, denen geht's auch tierisch gut. Um nicht zu sagen, Overlord-tastisch. So, hier ist, da kommen wir doch nicht weiter, kommen wir gar nicht weiter. Ja, ist ja schön. Noch eine Rakete. Solange die das da oben machen, ist mir das recht egal. Oh nein, wie hartnäckig. So, Banelings. Hab ich überhaupt ein Baneling-Nest? Nee, ne? Was habe ich denn alles hier nicht für Sachen? Das ist ja schlimm. Wir können... Oh, hier, komm. Wir machen ein paar von den dicken Viechern. Terraner haben noch eine Nuklearrakete gestartet. Verschwindet aus dem Bereich. Oh mein Gott, da unten, wo nichts ist, muss ich unbedingt verschwinden. Ja, ich muss ein paar Scheusale machen. Das habe ich mir gerade mal festgestellt. Einfach weil es geht wahrscheinlich. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ich hab viel zu viele Queens hier eigentlich dabei, ne? So, Banelings, können wir uns jetzt einfach mal basteln hier. Aus den ganzen Viechern hier. So, Morphin, weil wir doch ein paar Mineralien haben. Wobei, es geht eigentlich. Es kostet mehr, wobei, es kostet gar nicht so viel Gas. Ich dachte, es kostet mehr Gas. Ja, zumindest kostet es überhaupt Gas. Au, das ist die ganze Scheusale. Der Schwarm ist hungrig. Das ist... Ja gut, Gas haben wir natürlich. Ja, machen wir das doch. So. Och, wie angegriffen. Was soll denn der Quatsch hier? Ja, hier komm. Machen wir es so. Das ist ja jetzt von den Angriffen her nicht so, dass man sagen würde, ja, das ist irgendwie anstrengend oder sowas. Los jetzt. Das ist alles voll in Ordnung. Der Schwarm ist hungrig. Weil so ein bisschen Verteidigung konnte ich eigentlich hier behalten, aber ich wähle gerade alles sehr, sehr fleißig hier. Ups. Mit den ein paar Roaches können wir dann hinmachen, ein paar Hydras. So. Und alle anderen, die ich habe, die dürfen jetzt mal mitkommen. Oben können sie auch mal hin sich verteilen vor allem. Der Schwarm schläft nie. So, habe ich, ich habe Bärslinge dabei, das ist schön. Wir haben nicht viel Zeit. Die Scheusale sind mal wirklich super hier. Noch eine Rakete. Wie hartnäckig. Was, wo denn? Ach, hier vorne. Los jetzt. Natürlich, wo sonst? Boing. Gut, angreifen kann man das Zeug nicht, das was da wegfliegt, eigentlich ein bisschen schade. Aber was soll's. Hier in der Mitte hätte ich gerne nochmal ein paar Roaches und Hydras. Und hier machen die eh alles platt, von daher ist egal. Oha, hier ist eine Goldbasis. Das heißt, Goldmineralien hier oder gelbe Mineralien bringen entsprechend mehr an Gold ein. Also mehr Mineralien. Ja. Zagara, schicke ein paar Drohnen hierher. Das wollte ich damit gesagt haben. Was heißt hier ein paar? Achso, die macht das von alleine. Das ist ja niedlich. Als ob ich da nicht selber auch irgendwelche hätte hinschicken können. Oh. Hi. So. Macht euch kaputt. Das Spiel ist schon wieder so leise. Also manchmal regelt sich das ein bisschen komisch runter von der Lautstärke her. Aber was soll's. Ist ja meistens, sobald die nächste Meldung kommt, ist dann wieder lauter. Ich hoffe mal, das ist für euch auch so. Und das ist nicht nur bei mir so. Und ihr wundert euch ständig, warum ich das eigentlich sage, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Aber eigentlich müsstet ihr genau das gleiche hören wie ich. Meine ich. Also zumindest nehme ich das so auf, so wie es ist. So, hier weitere Dinger. Wir breiten uns so wunderschön aus hier. Bringt zwar nur begrenzt was, aber man kann zumindest sehen, was denn als nächstes kommt. Ich möchte das zumindest hier oben mit verbunden haben. Aber waren das wirklich nur zwei? Ich schalte hier die ganze Zeit das durch mit Tab. Das heißt, ich kann hier die verschiedenen Einheiten immer durchschalten, die alle in einer Gruppe sind, dass ich hier auf die Spezialfähigkeiten komme. Das ist nämlich ganz praktisch. Das ist wirklich praktisch. So. Roaches brauche ich eigentlich gar nicht machen, ne? Schaben hier, wenn ich hier die anderen Teile habe. Ja, komm, das ist hier meine Nummer 5, so. Ja. Nukleare Explosion, jo. Noch eine Rakete. Wie hartnäckig.
Und das ist das Spiel wieder laut. Yay. Ich freue mich. Ja, die verklumpen das natürlich, die ganze Scheuzeile hier. Deswegen laufe ich erstmal durch und dann, deswegen lasse ich die extra vorbeilaufen, damit hier extra Platz ist. Eine weitere Rakete ist im Anflug. Ja, das könnte, das reicht. Das reicht. Ich habe die Forschungseinrichtungen ausgeschaltet. Wir haben nicht viel Zeit. Zu Experimenten ein Ende setzen. Das reicht im Sinne von der Abstand reicht. Ich hoffe, dass Sie gut mit diesen Viechern auskommen. Denn Sie werden sie in der Hölle wiedersehen. Du hättest Charme mir überlassen sollen. Was jetzt? Ja, das geht doch super hier. Los jetzt. Vor allem, wir können einfach drüber latschen hier die Scheusale. Das ist, da können die von allen Seiten sogar angreifen. Das ist super. So. Tipptopp. Das läuft super hier. Was haben wir denn? Verdammt nochmal, Mädchen. Wir haben dich gerettet. Wie konntest du das alles wieder wegwerfen? Jammer du mal rum hier. Und was haben die Charme jetzt für Fähigkeiten? Was war das? Angriffe schwächen das Ziel und verringern die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit um 75%. Stimmt ja, das war super. Was war das andere noch gewesen zum Auswählen? Da war doch auch noch eine andere Möglichkeit, die ich aber anscheinend nicht ganz so geil fand. Aber ist egal. Achso, die ganzen. Also im Prinzip sterben die ganzen Scheusale hier gerade. Der Rest lebt ziemlich gut durch hier. Diese Welt gehört mir. So, fupp, fupp, fupp. Ja, den geht's super. Delta, Feuer eröffnen! Ich bin mal gespannt, ob uns da noch was im Weg steht. Ich meine, das ist klar, so ein bisschen Zeugs ist hier noch, aber das war's dann auch. Achso, natürlich die Riesenkanone hier. Das macht wahrscheinlich ein bisschen Damage. Aber sonst geht das eigentlich. Sprengen die sich jetzt selber hier? Nee, hier unten ist das. Achso, achso. Na gut. Ja, wie hartnäckig. Wir haben eh gewonnen. Der Weg ist frei. Jetzt ist die Rakete da gar nicht mehr eingefallen. Manno. Lieutenant, Verwundete zum Transporter bringen. Sind fast da. Soll ich ein Team schicken, das sie abholt? Mir geht's gut, Lieutenant. Kümmern Sie sich um die Verletzten. Ich komm schon irgendwie raus. Ich habe drei Frachter mit Verletzten, die keinerlei Bedrohung für Sie darstellen. Ehemänner, Väter, Sie lassen diese Frachter ziehen. Verstanden? General, wir sind umzingelt. Es gibt keinen Ausweg. Du Miststück. Du bist kein Mensch mehr. Du hast uns alle verraten. Und wofür? Langlose Rache. Wie viele Unschuldige hast du umgebracht? Wie viele müssen noch sterben? Was, wenn Rainer dich jetzt sehen könnte? Ziehen sich zurück. Es ist ein Wunder. Wir schaffen es. General!
Ja, das stimmt schon. Besonders menschlich ist die nicht mehr wirklich. Nee, also die Rache ist schon ziemlich groß, muss man so sagen. Denn immerhin hat sie jetzt das zum Zurückziehen da gemacht, aber das kam auch ein bisschen spät, sag ich mal. So, wir haben Sieg Veteranen auf schwer geschafft. Erhalte Missionsbelohnungen, neue Gattung verfügbar für Berstling. Hä? Achso, ah, wir können das auswählen gleich. Ah, neue Einheit Scheusal. Ich weiß nicht, was ich von den Dingern halten soll. Die sind eigentlich ganz nett, aber die sehen echt dämlich aus, muss ich ja zugeben. So, wir haben es hier geschafft. Wir haben nicht geschafft. Atomkraft, nein, danke. Zerstören Sie Ihren Veteranen vor dem ersten Nuklearschlag. 20 gegnerische Gebäude. Wir haben... Wie viel haben wir da gemacht? 19. Na toll. Das hätten wir fast bekommen hier. Schließen Sie Veteranen auf dem Schwierigkeitsgrad normal in unter 20 Minuten ab. Wir haben 28 gebraucht. Puh, ja gut, man hätte es bestimmt auch machen können hier. Das hätte schon funktioniert. Man hätte halt noch ein bisschen mehr Verteidigung ganz am Anfang beseitigen müssen. So, fortfahren. Und ich bin mal gespannt, was denn hier die Mutation uns sagen soll. Weil wir haben ja schon wieder die Mutation hier von den Berstlingen. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, dass man da diese Mission hat, wo man dann auch noch entsprechend testen kann, was da eigentlich passieren soll. Das ist schon ganz praktisch, weil sonst liest man irgendwas durch, denkt sich, ja toll, ne? Klingt das eine besser als das andere. Da kann man halt wirklich mal sehen, wie das auch im eigentlichen Spielen sein wird. So, Isha. Char gehört wieder uns. Unsere Feinde tun gut daran, uns zu fürchten. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir sind zahllos, wir sind unnachgiebig und wir entwickeln uns stetig weiter. Außerdem sind wir hier auf Char fertig. Ich lege unser nächstes Ziel bald fest. Was heißt denn bald? Ich bin so mächtig. Ich fühle mich, als könnte ich dir jetzt gefährlich werden. Hör mir gut zu, Zagara. Irgendwann führst vielleicht du den Schwarm. Wenn du glaubst, die Zeit dafür sei reif, versuche es nur. Aber unser nächster Kampf geht auf Leben und Tod. Alles oder nichts. Ich werde dir dienen und von dir lernen. Und vielleicht werde ich eines Tages den Schwarm führen. Aber nicht heute. Und was habe ich dir beigebracht? Weitsicht, meine Königin. Du hast mich Weitsicht gelehrt. Der Schwarm ist mächtig. Aber Macht allein genügt nicht, um ihn anzuführen. Ich habe Warfield nicht durch Masse oder Stärke geschlagen. Ich habe das große Ganze gesehen. Er nicht. Ich werde es mir merken, meine Königin. Das ist schön. Ich habe auch das große und Ganze gesehen. Und zwar, indem ich auf Bildschirm geschaut habe. Das ist nicht so schwierig. So, was haben wir denn? Hier blinkt eine ganze Menge. Wir haben Reisen. Das heißt, wahrscheinlich können wir uns auswählen, wo wir denn hin wollen. Das schauen wir uns aber erst beim nächsten Mal an hier. Evolutionsgrube haben wir. Mal gucken. Abatur. Als mein altes Selbst, habe ich dir da jemals Menschen zum Experimentieren gegeben? Ja, sehr schlecht. Primitive Strukturen, minimale biologische Anpassungsfähigkeit. Du weißt, dass ich eine Terranerin war. Seltene Terraner, großes Psi-Potenzial. Überwindet mangelhafte Abstammung. Von jetzt an führen wir keine Experimente mehr an Menschen durch. Gut zu wissen. Er klingt sehr enttäuscht, muss ich sagen. So, Evolutionsmission, schauen wir uns mal an. Berstling-Gattung bereit für Anpassung. Kreatur mit mächtiger Essenz entdeckt. Gute Anpassung für Berstling. Kreatur besiegen, Essenz assimilieren. Neue Gattung erschaffen. Also rein farblich wäre ich ja für die unteren, muss ich sagen. Aber was die Effekte davon sind, das schauen wir jetzt mal. Gattung testen können wir machen. Gattung Splitterling, Selbstmordeinheit, die sich nach der Explosion in zwei kleinere Einheiten teilt, die weiterhin angreifen. Die Teilung kann nur einmal auftreten. Aha. Oder Jägerling, Selbstmordeinheit, die Klippen hinauf und hinunterspringen kann, springt auch auf Feinde zu. Ja, ich bin mal gespannt. Das klingt beides eigentlich ganz interessant. Das klingt halt zum Teil recht ähnlich wie bei den Zerglingen auch. Außer das mit dem Splittern halt, aber dann gibt es halt auch neue Einheiten quasi. Und das andere mit dem Springen ist auch cool. Ich bin mal gespannt. Ich meine, das mit dem Springen wäre halt für den schnellen Tod ganz gut. Und auch Klippen rauf und runter.
aber das Aufteilen, oh. Ich glaube, was ganz lustig wäre, wenn man die Mission hier, wenn man die tatsächlich, oder wenn man die Geschichte öfter mal spielt und halt wirklich komplett verschiedene, also alles eigentlich anders macht, als man es vorher gemacht hat. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Planet Nelyt. Einzigartige Lebensform auf Oberfläche. Dass man daher merken kann, was eigentlich anders wird dann. Nitus Garabeus. Organismus hat eleganten Überlebensmechanismus entwickelt. Dezentralisiertes Nervensystem. Bei Tod werden Überreste zu zwei geringeren Kreaturen. Ich will, dass die Essenz der Mythos Karabäen assimiliert wird, bevor die Protoss von unserer Anwesenheit erfahren. Guti. Das heißt, wir sollen jetzt hier einfach durch die Gegend latschen, wahrscheinlich. So. Die Missionen sind nicht dafür da, dass sie irgendwie schwer wären. Alpha Mythos Karabäus nahe. Die Missionen sind ja nicht schwer, die sind einfach nur, damit man was testen kann. Eigentlich kann das jeder hier besiegen, so ziemlich. Obwohl das knapp war, muss ich sagen. Verriebesequenz im Berstlingstrang. Angepasste Berstlinge kampfbereit. Exzellent. Stellen wir dem Protoss doch mal unsere neuen Freunde vor. So, da bin ich jetzt gespannt. Ich meine, so wahnsinnig anders sehen die jetzt auch nicht aus. Immer noch dieses giftige Grün dabei. Teilt sich bei Explosionen in zwei kleinere Einheiten. Na, die sind ja niedlich. Nur einmal ein. Die sind ja putzig. Ja, guck euch das mal an hier. Die sind aber wirklich klein. Die haben 20 Leben, die haben 30 Leben. Die machen 5 Schaden gegen Gebäude 10, die anderen machen hier 40 Schaden gegen Gebäude 80. Das ist aber mal, komm, also das ist aber wenig hier. Ich meine, klar, das ist geschenkt, ne? Das ist geschenkt, aber trotzdem. Sind's gar nicht, das ist nur eine ganze Zahl. Man sieht irgendwie gar nicht, wie die alle entstehen, weil das einfach quasi so eine Masse ist, die weitergeht. Jetzt ein. Ich meine, das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich habe halt nicht so wirklich den Überblick, welche jetzt groß sind und welche quasi klein sind. Und ich meine, es ist eigentlich ziemlich egal. Ich glaube, man erkennt, dass es ziemlich effektiv ist. Die Protoss sind vernichtet. Bereite dein nächstes Experiment vor, Abatur. Gut, also wirklich anders hat sich das jetzt nicht angefühlt, außer dass halt die Zerklinge irgendwie ergiebiger waren. Skoria. Vulkanische Ressourcen. Feindliches Terrain. 1000 Berstlinge. Der Lava ausgesetzt. Extreme Bedingungen beeinflussen Entwicklung. Laufe vieler Zyklen tritt Anpassung ein. Neue Gattung entsteht. Kann Klippen hinaufspringen, um Lava zu vermeiden. Sehr nützlich. Angepasste Exemplare auf Oberfläche verstreut. Muss einsammeln. Im Moment scheint mir das gar nicht so schlecht zu sein. Überlebende hier müssen eingesammelt werden. Lava steigt. Auf Anhöhen bleiben. Ich bin auch auf Anhöhen. Ah. Lavaanstieg in regelmäßigen Intervallen. Anhöhen nutzen. Also was man hiermit halt machen könnte, wäre so richtig schöne Überraschungsangriffe zu machen. Was geht hier vor? Sag ich mal. Also dass man da halt, also ich sag mal, durch den Springen stehen die eigenen Einheiten weniger im Weg. Also die halt doch vorne sind.
Was ganz... Also, wenn die nicht im Weg stehen, dann ist es halt gut, weil die Bärslinge sind halt Nahkämpfer. Die müssen halt nach vorne. Oh, das geht aber super hier. Mir gefällt das ja echt gut hier gerade. Es ist zwar fast ein bisschen langweilig. Da komme ich nicht mehr rüber, ne? Es war fast ein bisschen langweilig, weil wir bei den Zerglingen das auch so gemacht haben. Aber ich finde das super eigentlich. Das andere macht insgesamt wahrscheinlich mehr Schaden. Die Viecher allein machen genauso viel Schaden, aber das andere macht insgesamt halt durch die Zerteilung mehr Schaden. Gut vorüber. Tieferes Gelände passierbar. Das ist nicht fair! Aber das mit dem Ranspringen ist halt wirklich mal super hier. Außenposten der Liga. Extrahiert Mineralien. Ich sehe sie. Testen wir doch mal diese neuen Bärstlinge. Vorderer Zugang schwer verteidigt. Bärstlinge chancenlos. Die Basis ist von Klippen umgeben. Unsere Bärstlinge können sie jedoch überwinden und von hinten angreifen. Ah, von hinten. Aha, aha. Ich verstehe. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Gehe ich mal stark von aus. Diese übertrieben vielen Auf- und Abgänge hier. So. Ja, also im Moment gefallen mir die Dinger echt ganz gut hier, muss ich sagen. Wo kommen die her? Na, von hier hinten natürlich. Kommandozentrale der Liga zerstört. Experiment erfolgreich. Kaputt. So, alles verloren. Wir haben gesiegt. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Boah, ist eine interessante Frage. Also, die machen mehr Schaden wahrscheinlich. Die machen schön verteilten Schaden und sind... Also, ich werde wahrscheinlich die hier nehmen. Ja, also die sind halt ein bisschen ergiebiger dann, aber ich meine, Bärslinge benutze ich, also das finde ich angenehm, weil die wirklich quasi auch an die vorderste Reihe springen würden. Ich mach das mal. Genau, wie man auch sehen kann, sonst ist wirklich das Problem, dass sie halt immer in zweiter Reihe sind. Und wenn die in zweiter Reihe sind, dann da bringen die nichts. Deswegen springen die einfach über die anderen rüber und dann ist gut. Genauso wie mit den Zerglingen direkt selber auch. Bin ich mal gespannt, ob das eine sinnvolle Entscheidung war. Es ist alles so lila hier, ne? Bei der jetzt nicht. So. Ich glaube, dann haben wir hier alles gemacht. Guck mal auch, wenn der hier direkt reinlatscht, hat er direkt andere Farbe. Ist ja schön. So, hier haben wir sonst nichts mehr. Kerrigan. Ja, Kerrigan hier. Ja, das gefällt mir gut. Das hier war verbündete Zerg-Einheiten im Zielgebiet erhalten 10 Sekunden lang plus 200 maximal Trefferpunkte. Die Angriffsgeschwindigkeit wird um 100% erhöht. Ja, ich probiere das einfach mal aus. Weil, damit wir das mal probieren können. Damit ich nicht, also ich weiß halt nicht ganz genau, wie viele Einheiten da sind, wie groß der Bereich sein wird, in dem das wirkt. Deswegen machen wir das mal fürs nächste Mal jetzt hier. Wir können dann das nächste Mal reisen hier bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. Für den Moment soll es erstmal reichen hier. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.